Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 6. Episode der 4. Staffel dieses Empyrean Let's Plays. Ein neuer Tag bricht heran, ein neuer Spieltag für mich. Ich habe gestern die ganzen Episoden der Staffel 4 aufgenommen und zeige heute einfach mal, was ich bis dahin geschafft habe. Und zwar einfach bloß einen kargen Raum, großer Constructor ist da. Ich selber bin, wo bin ich denn selber? Ich bin Level 16 mittlerweile und habe viel erlebt. So, ich habe ein kleines Schiff. Guck mal, ob die Geschütze noch da sind. Jawohl, drei Stück. Und die sind bitter nötig. Komme ich gleich drauf. Ich will bloß nochmal einen kleinen Rundumblick machen. Vier Drohnen mittlerweile. Okay, super. Die haben wir gestern schon aufgestellt. Große Gemeinschaftsaktion. War auch irgendwann mal jemand da. Ist okay, kümmere ich mich gleich drum. Hier werde ich wieder einen großen Hangar bauen, um meine Flottille unterbringen zu können. Was gestern noch geschehen ist. Der Anfang war ja super smooth, alles hat super gut funktioniert. Gut, ich bin ein bisschen gestorben, aber das war mehr oder weniger normal. Ich hatte ein Geschütz oben hier drauf, dachte mir, alles super, ich kann ein bisschen ausschwärmen. Und bin dann ein bisschen, ja, ich sag mal, exploren gegangen. Hab mir ein bisschen die Inseln angesehen, wollte noch ein bisschen Silikon besorgen. Oben rechts Einblendung hier, Drohnenalarm, Drohnen fliegen zu deiner Base. Ich dachte, naja, mach doch, kein Problem. Komm dann irgendwann zurück und das Ding liegt in Schutt und Asche. Ich blende mal kurz ein, wie das hier aussah. So, hab mich an meine Sachen wieder angeschlichen. Hat dann auch 60 Schuss Munition, hab die beiden Drohnen runtergeholt. Und was ist mit dem Kern? Also noch nicht alles verloren. Der Kern ist noch da. Von der Base? Ja. Ich sagte ja, das war bei mir ja auch der Fall. Den Kern haben sie komischerweise nicht zerschossen. Ob es die Tiere in Richtung Basis locken ist. Herrlich, was hier gerade abgeht. Alien-Parasit hat dich infiziert? What? Ja, und das war kein schöner Anblick. Fette Ruine ging hier richtig ab. Gut, dann ich angefangen wieder Stein für Stein aufzubauen. Das Problem war dann, dass ich keine Ressourcen mehr hatte, um Geschütze zu bauen. Das heißt, ich bin los. Das Ding war ungefähr wieder so in diesem Zustand, wieder ein großer Raum. Ich hatte kein Raumschiff, nix, also bin praktisch zu Fuß unterwegs gewesen. Die Leute hier auf dem Server, die da waren, da gab es auch keine Kommunikation. Die waren alle nicht auf Teamspeak zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich bin wieder los zu irgendeinem Silikonvorkommen. Irgendwo hier hinten musste ich mich durchkämpfen, weil das nächste war hier hinten die Ecke. Und auf dem Weg, ich bin glaube viermal gestorben oder irgendwie sowas, die Drohnen, die Viecher, die hier rumhängen, ich bin dann auch verhungert, ich hatte 10 Salami mitgenommen, die alle verfault sind, ey, ich war fix und fertig, dann komme ich zurück und die haben meine Basis in der Zeit, also die haben komplett abgebaut, also hier von der Bodenplatte waren noch 15 Steine oder sowas da, der Kern war weg, ich hatte gar nichts, weil ich unter anderem, als ich hier auf dem Weg gestorben bin, nachdem die 10 Salamis futsch waren und mich die Viecher zum, weiß ich nicht, zum vierten Mal umgelegen haben, dachte ich, ach scheiße, ich habe keine Lust mehr. Bin rausgegangen aus dem Spiel und dachte mir, naja, beim nächsten Mal startest du eben komplett neu, kriegst du nochmal hier deine Basisausrüstung sozusagen, kämpfst dich hier nochmal durch, fängst halt eben nochmal von vorne an. Ja, habe ich dann später am Abend dann auch getan.
starte neu und beim Neustarten kriegst du halt hier eine Taschenlampe, du kriegst einen T1-Bohrer, kriegst, was Zass ist? Wo Zaskosium ist? Lavaplanet. Ja, du kriegst dann halt, wie gesagt, T1-Bohrer, eine Kettensäge, ein bisschen von dem Biodiesel, nochmal einen Constructor kriegst du hier, so einen kleinen, deswegen habe ich jetzt hier zwei. Und so eine Luftpumpe hier, also so ein Luftmacher hier, so ein Teil. Und das war's. Keine Pistole, nicht eine Kugel. Ja, und ich am Arsch der Welt. Also wirklich auch wieder irgendwo hier hinten, J wie D bin ich gespawnt. Ja, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich Glück, dass der Xerxes mittlerweile sein erstes Schiff hatte. Der ist dann auch sofort vorbeigekommen, hat mir ein Sturmgewehr vorbeigebracht. Ein bisschen Munition, eine Pistole hat er mir hingelegt. Er hatte keinen zweiten Sitz an seinem Ding, ist also erstmal wieder abgeschwört, aber ich konnte mich erstmal wieder durchschlagen bis hierher. Dann ist der dumme Hund auf den Server gekommen und mit ihm zusammen, er ist dann auch, hat sich hierher durchgekämpft zu meinem Standpunkt, haben wir dann erstmal diese Basis aufgepäppelt, haben zugesehen, dass er Ressourcen zusammenkriegt, dann hat er das Raumschiff hier von mir bekommen, hat sich dann selber einen schönen Ort zum Ansiedeln gesucht. War eine Teamleistung, war eine Horrorkop-Aktion, also dass das hier so steht, ich noch meine Nerven komplett alle habe, das habe ich auch nur diesem Team hier auf dem Server zu verdanken, also sprich dem Xerxes und dem dummen Hund. Dann gab es noch was anderes, und zwar gestern, also heute früh war das, ich darf ja nicht sagen, wie spät das war, also war ja ewig hier auf dem Server. Letzte Runde, kurz vorm Feierabend, wir machen alle bald Schluss, meint jetzt Xerxes, na guck doch mal nochmal bei ihm hier vorbei, Atlan. Der hatte schon die Schütze drauf und zu ihm sind zu diesem Zeitpunkt immer die Drohnen gekommen. Ich weiß in diesem Moment nicht, ob es immer noch so ist. Die Drohnen fliegen einen ziemlich weiten Weg zu ihm. Und zwar ist hier die Drone Base. An und für sich müssten sie ja eigentlich zu mir kommen, weil das die kürzeste Entfernung ist, würde ich erstmal so schätzen. Irgendwo hier unten war doch noch der dumme Hund oder war der hier? Der war weiter hier. Ne? Ja, hier ist der dumme Hund. Aber sie scheinen, die Drohnen scheinen zu der größten Basis zu fliegen. Und die größte Basis war zu diesem Zeitpunkt gestern Abend diese hier. Und hier sieht man es ein bisschen. Hier ist diese grüne Barriere. Und da können Drohnen wohl nicht durch, beziehungsweise wird das wohl nicht mit einbezogen. Das heißt, die Drohnen sind einmal um die ganze Kugel rum, denn von der Seite hier irgendwie wieder her und zu ihm hier. Und ich bin gestern Abend halt eben kurz vorm Schlafen gehen, meinte Xerxes noch, check doch nochmal, ob er noch Munition hat. Weil, wie gesagt, die Drohnen die ganze Zeit bei ihm hier angekommen sind. Ich bin hin. Und drei Drohnen gerade dabei, alle seine Geschütze abgebaut, also zerlegt, abgeschossen, das Dach schon völlig zerdellt. Ich nochmal Hero-Kampf, die drei Drohnen sozusagen abgeschossen. Ja, und ihm dann fünf Geschütze oben hochgestellt. Er hatte drei Geschütze, die drei Drohnen komplett weggehauen haben. Und ich habe ihm nur fünf hingestellt, weil mir auch zu dem Zeitpunkt auch nicht besser eingefallen ist. Aber hat er überlebt, hat sich auch bedankt, fand er gut, nehme ich an. Ja, so viel zu der Tageszusammenfassung. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumrödeln, ein bisschen an meinem Hangar bauen. Vielleicht einen Transporter irgendwo noch hinstellen. Ja, und dann langsam anfangen, auf die Black Star zu sparen. Natürlich werde ich hier auch an der Basis weiterbauen. Man will es ja auch am Ende noch schön haben. Aber ich habe noch kein Konzept. Also nochmal dasselbe zu bauen, wie in der Episode, beziehungsweise in der Staffel 3 angefangen, weiß ich nicht. Ich habe hier unten schon mal angefangen, so ein bisschen zu bohren. Hier soll es eine kleine Auffahrt geben für Hoover-Instrumente, weil ich denke, dass ich hier auch irgendwann wieder so eine kleine Versammlung haben werde von Leuten, wenn wir hier beispielsweise Rennen abhalten oder uns anders beschäftigen. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich melde mich dann praktisch morgen wieder mit einer weiteren kleinen Zusammenfassung, wenn nichts anderes passieren sollte. Also wenn wir beispielsweise noch eine Basis heute hochnehmen, kann es sein, dass ich nochmal aufnehme. Ich weiß es noch nicht. Bis dann. So, kleine Teamaktion steht an und zwar haben wir uns zusammengefunden und möchten für den gesamten Server oder für die meisten Teilnehmer Zaskosium und Erestrum sammeln. Hier haben sich ein paar Leute zusammengefunden und wäre cool, wenn jeder mal seinen Namen sagt, hallo, ich bin hier oder irgendwie so weit. Ich bin Dalo Wright und gebe das Mikrofon weiter. Der Nächste bitte. Traut euch. Ja, hier ist Takashi. Grüß euch. Hoi, Takashi. Dave hier, grüß euch. Hi Dave. Jo, der Strömi ist auch am Start. Servus. Zeit. Und dann haben wir noch jemanden, der nicht sprechen kann, nicht sprechen will, weil ihm, weiß ich nicht, jemand ein Mikrofon fehlt oder so. Kann das sein? So. Warum, weiß ich nicht. Ich habe mir einen Platz gesucht, meinetwegen können wir. Na gut, Captain, wo geht's denn hin? Ja, wo ist das Masperon, ne? Na, Masperon könnte man mal probieren, ja. Oder einen Lavaplaneten. Wie wär's, wenn wir zuerst den Einsprung nach Aitis machen?
Ja, das ja sowieso. Ich habe ja nach dem Ziel gefragt und nicht nach den Zwischenstationen. Ah! Ja, das war ja, mein Navigator auch gerade. Doch, ja. Oh, wir haben jetzt Linien im System, die sind aber neu. Ja. Okay, wir kommen jetzt von hier. Sieht ja auch cool aus. Da hinten Utopia. Sind wir schon gesprungen? Nee, ne? Nee, jetzt geht's aber gleich los. Navigator sucht das Ziel aus. Sucht es. Ausrichten und Energie. Okay, und hier ist ja auch noch mit Gegenwehr zu rechnen, ne? Also. Die Mine ist schon aufgedeckt, östlich von uns. Bitte Navigator einer machen. Östlich. Wäre nur doof, wenn wir hier alle drauf gehen. Haben wir dann irgendjemand, der uns abholen könnte zur Not? Ja, vielleicht. Okay. Gut, dass wir das kleine Schiff mit haben. So, der Kapitän gibt dann irgendwann Langweiler. Die stell das Schiff mal gerade. Ja, jetzt lass du schweben, oder? Ja, ich müsste hier schweben bleiben, weil ich bleib da ist nichts zum Landen. Okay. Ja, komm mal raus, oder? Für Schritte, dann bewege ich mich auch. Traue ich mich mal. Guck mal, Dalo, Konstruktor. Sollen wir mit dem kleinen Schiff raus oder wollt ihr unten rausspringen? Na, ich würde sagen, flieg mal mit dem kleinen Schiff runter, falls also ich reinkomme. Raus. Der Boden ist nah genug. Ja. Jetzt sicher nicht mehr so ein Heto raus, okay. Flieg mal runter, Ralf. So, die Mine. 65%, also hier war ja tatsächlich schon jemand. Oh, scheint so. Was. Wer hat denn hier von uns schon Warp, ist die Frage. Auf geht's. Shit. Kashi, du hattest noch Zellen im Schiff, ne? Ich hab bei. Aber kann ich jetzt Moment nicht. Ich überleg grad. Achso, im Konstruktor sind auch Drohnen drinnen. Oder besser gesagt, ich hab grad eine Drohne gesetzt. Ist das schon T3? Ja. Hast du schon, dann ist ja gut. Das ist bloß ein 314er Lager, die wird nicht besonders effektiv sein, ne? Meine besser ja, als gar nichts. Sonst nehmen wir sie mit, ne? Und gucken nochmal, ob wir noch eins finden. Ich habe 3 T3-Drohnen dabei für den Einsatz. Die Map sagt, Erestrom gibt es 5-mal und diese eine ist entdeckt. Ich würde sagen, die bauen wir komplett ab. Würde ich vorschlagen, weil es ja nicht so besonders viel ist. Dann suchen wir uns eine dicke. Also 3000 aufwärts, wenn es sowas gibt, weiß man ja nicht. Ist ein Vorschlag. Ja, finde ich auch besser. Scheint abgebaut. Ja, jetzt um ans Schiff wieder ranzukommen, müsste das Schiff ein bisschen runterkommen. So, das war's. Mehr ist nicht, dann müssen wir uns noch mit. Du kannst doch noch runter.
Dann warte, ich hol euch. Ich meine, alternativ könntest du deine Hangarfläche auch hier an den Berg ansetzen. Das geht eigentlich immer. Flieg mal ein bisschen nach links, ein bisschen hoch und ein bisschen nach links. Oh, irgendjemand ist aus dem Warte, ich komm doch runter. Na, was hilft nicht, wenn du runterkommst? Ja, ich hab das jetzt drauf. Noch ein kleines Stück. Noch ein Stück. Kleines Stück höher und noch ein kleines Stück links. Ja, und noch ein Stück links. So, und jetzt kommen wir auf rein. Stopp. Stehen bleiben. Und nicht mehr bewegen. Sitze. Ich nicht, Moment. Sitze auch, ich hoffe, der Rest auch. Jonas auch? Wie viele Passagiere haben wir denn? Weil das steht ja unten rechts. Ja. 4 Passagiere. Gut, Ralf, machst du wieder Navigator, ja? Ist das eine Feindinstallation? Alles gut. Was ist jetzt los? Strom aus oder was? Oh, scheinbar ja. Und alle haben sie gesehen. Promethium. Wie viele Drohnen haben wir dabei? Aus 20? Ein 20er Vorrat? Wow. Was? Dass der überhaupt auf der Karte Platz findet bei der Größe. Gut steht. Ja, sehr gut. Dann probieren wir mal unser Glück hier. Ein Bodengatter rückt aus. Würde ich sagen, dass wir diese Restrum, was weiß ich, bis 70, 60 oder so abbauen und dann Drohnen aufsetzen oder irgendwie soweit. Mal so, wir haben die jetzt auf 72% abgebaut. Eine Drohne ist drauf, das heißt, wenn der nächste kommt, da ist eine große Drohne drauf, der wird hier noch haben. Das Ding wird rammelvoll sein, weil das wird wahrscheinlich nicht heute passieren. Was macht die pro Stunde? 300. Genau, ist auf 72%. Jonas, kannst aufhören. Das heißt, da sind knapp 7000 Stück drin, wenn der nächste kommt. Und das reicht für... Ja, das ist reichlich, ja. Bis sonst wann. Auf geht's. Okay, Herr Navigator. Wie geht's weiter? Nach Marsporon jetzt, ne? Oder wie war das? Tüdü. Ach, eine weitere Mine wolltest du nicht. Also springen wir nach Ningues und dann in Richtung Westen nach Marsporon, jawohl. Ja, bloß wie gesagt, Marsporon, dann bitte den Mond. So, an dieser Stelle machen wir erstmal Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Es würde mich freuen, wenn ihr das Abenteuer morgen noch weiter verfolgt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.